Heute stelle ich euch die iDance Blue 300 weißen Kopfhörer vor, die ich gerade bekommen habe. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich jemand, der immer Kabelsalat hat. Und deswegen habe ich mir Bluetooth-Kopfhörer besorgt. Ich packe sie mal aus und gebe euch einfach eine Review, wie ich sie finde, wie so mein erster Eindruck von diesen Kopfhörern ist, was ich davon halte. So, die Verpackung war erstmal einfach aufzumachen, aber sie sind gut verpackt. So, die Qualität fühlt sich schon mal sehr gut an. Hier seht ihr das iDance-Logo. Schon mal kein Kabel, was da irgendwie rumschwirrt oder rumhängt. Oh, man kann sie sogar einklappen. Ich setze sie mal auf. Die sind sehr überraschend angenehm zu tragen. Setz sie dir auf und kannst einfach problemlos Musik hören. Sie ohne Kabelsalat an dein Handy, an dein iPhone, alles Mögliche anschließen. Hier habt ihr die ganze Bedienung auf eurem Ohr. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr unterwegs, einfach hier per Knopfdruck alles regulieren. Ihr habt Lautstärke, lauter, leiser, Play, Forward, Pass, Back, alles Mögliche. Rewind, zum nächsten Lied zurück, nach vorne, alles, was ihr braucht, gibt's hier. So, was gibt's hier noch? Ansonsten sind im Lieferumfang noch beinhaltet. Ah ja, sehr wichtig, die Kabel zum Aufladen, damit euer Bluetooth-Gerät auch immer genug Akku hat. Hier geht es an, der Anschalt- und Ausschaltknopf. Hier könnt ihr sogar, wie es aussieht, Anrufe annehmen. Das heißt, ohne irgendwie was zu ändern, ihr könnt einfach den Anruf annehmen, während ihr Musik hört und unterwegs seid. Wenn ihr zu Hause seid, ladet ihr es auf. Und könnt es sogar doch an euer Handy anschließen, wenn ihr möchtet. Aber ansonsten, schaut es euch an. Diese Kopfhörer sind klasse. Ich freue mich sehr. Also, wir sehen uns später. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!